Hallo und willkommen auf meinem Channel. Ich bin auf der Suche nach Vintage Beauties, schönen Schmuckteilen aus den 20ern, 50ern und 80er Jahren für meine eigene Sammlung oder fürs Reselling. Heute packe ich ein Paket aus Österreich aus, das ich ersteigert habe. Mal sehen, was es heute Schönes gibt. Mal sehen, was wir heute finden. Aha. Heute sind es hier vier kleine Päckchen. So, wie nett. Schönes altes Kartönchen. Arena, Arena P steht drauf. Schauen wir mal rein. Das ist schon mal eine tolle Brosche. Schön floral. Steht auch eine Marke drauf. Sarah Coventry. Sarah Coventry gibt es scheinbar auch in Österreich. So, dann habe ich hier oder scheint eine ganz alte Kette zu sein. Wunderschön. Schaut mal, wie toll die Steine gefasst sind. Das sieht richtig alt aus, toll. Aber ein Magnetverschluss, der sieht, finde ich, nicht so alt aus wie der Teil hier vorne. Dann haben wir hier ein altes Armband. Mit einem schönen, also ich finde, das sieht sehr nach den 50er Jahren aus, mit so einem Pünktchenmuster auf dem Gold. Sehr hübsch. Dann eine Perlenkette. Ziemlich lang, also die kann man doppelt tragen, es ist immer noch eine lange Kette, oder man könnte sie auch dreifach tragen. Naja, das schon. Die Perlen sind so vanillefarben und braun. Sehr hübsch. Dann noch so ein Armband aus den 50er Jahren. Vielleicht sogar noch älter. Ganz leicht. Dann haben wir hier eine. Ja, leider hat sich hier die Goldfarbe schon etwas verabschiedet. Aha. Es sind also drei dünne Stränge. Mit Perlen. Ich schaue mal nach einer Marke. Nein, keine Marke, keine Bunze. Dann haben wir hier so ein Froschbrosche. Froschbrosche von Marke kann ich leider nicht lesen. Scheint irgendwie ein italienischer Name zu sein. Werde ich noch rauskriegen. Frosch in grünem Strass mit
guten Augen. Schön. Was ist das? Ein K. Von Avon. Also ich glaube, hier habe ich noch so ein. Ich glaube, das sind so Überzieher für Knöpfe. Die hat man dann früher so an die Manschettenknöpfe zum Beispiel drüber ziehen können mit K drauf. Dann habe ich hier eine Herzbrosche. Sehr leichtes Material mit Strass, also schon reines Modeschmuckteil. Dann eine Brosche mit einem Papagei, ja, mit so Emaille. Schön. Und noch eine Kette, die auch schon, wo die Vergoldung auch etwas abgenutzt ist, aber mit Merkel. Bosart made in Italy. Ja, schauen wir mal. Aha. Wir sind hier so ein nettes Kästchen. Mit Ring. Das steht auf dem Etikett. Gold plattiert. 10 von 1000. Also ist ein Gold-Doublet kleiner Ring. Ja. Eine recht kleine Größe, aber ein sehr schönes Design. An diesen alten vergoldeten Teilen finde ich den Goldton immer so toll. Also sieht wirklich echt aus. Dann, aha, ein ganzes Set. Haben wir hier also Kreolen, leider nur einen Ohrstecker, einen schönen eckigen Stein, das ist ein Anhänger für die Kette. Und das ist auch ein Anhänger, auch mit kleinen Strasssteinen, noch ein Stecker in Gold und noch ein Stecker für diesen Anhänger hier mit Spiegel. In welcher Zeit das wohl modern war? Ein schönes Set. Und dann haben wir hier ein Kunststoffkästchen. Oh, das sieht toll aus. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Hier ein schöner Ohrclip. Der Ohrclip ist von Pierre Lang. Ein schönes klassisches Knotendesign. Dann haben wir hier eine kleine Sicherheitsnadel mit einem Herz drauf. Herz mit Strasssteinchen. Dann ein schönes Armband mit so einem, die finde ich toll, dann so einem großen Federverschluss. Ein Bicolor Silber und Gold. Sehr gut aus. Sieht richtig nach Qualitätsmodeschmuck aus. Dann haben wir hier ein Delfinbrosche
in einem Straßring. Oh, das ist toll. Das ist Bernstein. Und so toll, diese goldenen Elemente. Eine schöne lange Kette. Ich sehe eine Marke. Amerikaner, sagt das hier. Also ist auch ein Golddoublet. Sehr schöne Kette. Sehr schön wertig aus. Dann haben wir hier noch eine kleine Kette. Schon leider schon so ein bisschen abgetragen. Mit drei kleinen Strasssteinen. In dieser Art habe ich schon oft Ketten gefunden mit so einem Anhänger. Die sind sehr beliebt. Wie auch heute noch. Oh, das ist auch ein sehr schönes Armband. Sieht toll aus. Dieses Kettendesign ist auch sehr besonders. Also ich bin auch ganz sicher, es hat einen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Aber das werde ich noch dazu schreiben im Film. So, dann haben wir hier oh, schöne alte Manschettenknöpfe. Auch mal was für den Herrn dabei. Mit schwarzem Glas. Sehr elegant. Dann haben wir hier so eine kleine Nadel. Ah ja, ich weiß, was das ist. Das ist praktisch wie eine Brosche für die Perlenkette. Hier klemmt man die beiden Stränge ein, so. Und dann hat man so ein Schmuckteil für die Perlenkette. Sehr schön. Dann habe ich hier so ein Flex-Armband. Leider fehlt hier ein kleines Steinchen. Und zwei. Drei. Leider. Sonst wäre das ja sehr hübsch. Dann eine Sicherheitsnadel mit Strasssteinchen. Kann man gut einsetzen, so eine Art von Brosche. Dann ein Clip, ein Perlenclip. Kleiner, klassischer. Zwei Perlen. Dann haben wir hier ein paar Ringe. Muss ich mal unter der Lupe untersuchen. Er ist an eine Marke drin mit LS und ein Silberstempel, 925er. Dann habe ich noch so einen Ring mit kleinen Steinchen. Ich habe Gold gefunden. 333er Gold. Na, das ist ja schon mal ein ganz großer Erfolg. Und dann schauen wir mal hier. Auch wieder von LS und auch 925er Silber. Vergoldet. Ich weiß nicht, ob man die Marke sehen kann. So. Dann habe ich hier einen kleinen Anhänger. Leider kein Stempel, aber ich finde auch ein sehr schönes Design.
Das war doch schon mal toll. So, dann haben wir noch ein Päckchen. Ein ganz schönes altes Etui, grün. Gefällt mir. Oh, schön. Türler Uhren. Zürich, Bern, New York. Sehr schön. Leider keine Uhr drin. Aber schöne, schöne alte Schmuckteile. Hier haben wir ein Bernsteinarmband. Sehr schön nostalgisch. Sehr gut aus. Dann sehe ich hier eine wunderschöne Kette. Mit Markenstempel und mit Amerikanerstempel. Also die habe ich auch schon häufiger gefunden. Die gibt es in verschiedensten Designs, aber ich finde, die sehen auch so schön nach Art Deco aus. Toll. Ach, die Kette ist auch eine Gold-Doublé-Kette. Toll. Passt zum Armband. Dann habe ich hier noch ein Armband. Das ist auch schön golden. Mit verschiedenen Schmucksteinen drauf. Amethyst, Türkis. Und das könnte ein Karneol sein. Und den kenne ich nicht. Aber finde ich auch sehr, sehr schön. Toll. Dann haben wir hier noch einen Ring. Ich schaue mal unter der Lupe. Der kleine Stempel weist drei Nullen auf. Also soweit ich weiß, ist das auch eine Vergoldung. Ein Walzgold vielleicht auch. Schönes, altes Design, wie so ein Siegelring. Toll. Ja, und dann versteckt sich hier noch eine kleine Stabbrosche mit einem Stein in der Mitte und auch einem schönen Art Deco-Muster. Sehr hübsch. Ja, das war's. Ja, da gibt es ja auch sehr viele tolle Teile diesmal. Das Armband ist toll. Diese Kette finde ich sehr schön. Die sieht auch sehr schön alt aus. Dann diese Kette natürlich. Dann das Beste überhaupt ist der goldene Ring. Das ist der hier. Aber dieser Ring in Silber, den finde ich auch sehr schön. So, dann haben wir die kleine Stabbrosche, finde ich auch gut. Dann ist sehr schön diese Kette mit dem Bernstein. Sehr schönes Teil. Schön sind auch die Manschettenknöpfe. Ja, schreibt mir doch mal, was euch am besten gefallen hat. Und schenkt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.